Erstmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiyahi wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ich habe heute einen Vortrag vorbereitet, die zweite Säule des Iman, der Glaube an die Engel, denn den Glauben an Allah haben wir schon aufgenommen, ist nur nicht hochgeladen worden, denn ich wollte eine Serie machen über die Säulen des Imans, und zwar so, dass das für einfach nachzuvollziehen ist. Ja? Man kann normalerweise über den Glauben an Allah 500 Vorträge machen, über den Glauben an die Engel Dutzende Vorträge machen, Glauben an die Bücher, Glauben an die Propheten, Glauben an den jüngsten Tag, das sind so viele Details, Glauben an Qadar, aber dass man eben eine Übersicht hat. 6 Vorträge, in jedem Vortrag eine Stunde über eine Säule des Iman gesprochen. Man muss dann nicht erwarten, dass jedes einzelne Detail abgehandelt wird, aber zumindest, dass man ein Grundverständnis hat, was jeder Muslim über diese Säulen des Imans wissen soll, der Glaube an die Engel. Und ich habe das extra so vorbereitet, dass ich die Verse auch aus dem Koran vorlese, um die es geht. Wie gesagt, das ist eine kleine Serie, die den Glauben an die Engel zusammenfassen soll. Kein Umfang. Wenn man umfangreich über die Engel und alle Details reden will, braucht man eine Vortragsreihe nur über Engel. Aber ich will in 6 Vorträgen alle Säulen des Imans erklären. Der Prophet a.s. zum Wohl dem Hadith Jibril, dem bekannten Hadith in Sahih Muslim, der von Umar al-Khattab radiallahu anhu überliefert wird, gefragt: Akhbirni an al-Iman. Berichte mir vom Iman. Dann sagte der Prophet: An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yawm al-akhir wa an tu'mina bil qadri khairi wa sharri. Das sind die 6 Säulen des Iman. Der Iman ist, dass du an Allah glaubst, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Propheten, an den jüngsten Tag und den Qadr, die Vorherbestimmung mit dem Guten und dem Schlechten. Okay. Das heißt, der Glaube an die Malaika ist hier die zweite Säule des Imans. Allah sagt in Sure 2, Vers 285: Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Der Gesandte glaubt an das, was von seinem Herrn zu ihm herabgesandt wurde, und die Gläubigen. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli. Ja, alle glauben an Allah und seine Engel und seine Bücher und seine Propheten. Hier werden die Säulen, die ersten 4 Säulen des Iman, werden aufgezählt. Okay? So. Und im Hadith werden alle 6 aufgezählt. So. Wenn wir sagen, was ist der Glaube an die Malaika, dann kann man das definieren als der feste Glaube ohne Zweifel, ja, an die Existenz der Engel und die authentisch durch Koran und Sunna überlieferten Details, wie die Namen, die erwähnt werden, die Aufgaben, die erwähnt werden, die Eigenschaften, die erwähnt werden. Denn wenn etwas authentisch überliefert wurde, Koran ist sowieso authentisch überliefert, wenn wir einen Hadith haben, schauen wir, ist dieser Hadith authentisch oder ist dieser Hadith nicht authentisch, ja, dann ist es eine Pflicht, in der Akida daran zu glauben. Okay? Und nicht wie einige sagen, nur wenn es Mutawatir ist. Nur damit man das schon mal hat. Das ist unser Glaube. So, dann haben wir erstmal die Namen der Engel. Die Namen der Engel. Und es gibt manchmal Namen und manchmal bestimmte Titel, wo man nicht weiß, ist das ein Titel oder ist das ein Name. Aber beispielsweise haben wir in Sure 2, Vers 98, haben wir folgenden Vers. Da wird erwähnt, beziehungsweise Sure 2, Vers 97, wer auch immer Jibril Feind ist, so hat er ihm doch den Koran mit Allahs Erlaubnis in dein Herz offenbart. Das heißt, Jibril ist der Name von ihm. Was ist die Aufgabe von ihm? Er ist der Überbringer der Botschaft. Er ist der Überbringer der Botschaft. Und es gibt auch Situationen, wo er gekämpft hat. Ja? So, das ist Jibrils Aufgabe, und er ist der edelste der Engel, ist Jibril a.s. Wie wird Jibril noch genannt? Ruhul Qudus. Und ich kann es nicht begreifen, und das muss man sich auch merken. Ja? Deswegen habe ich das hier extra nochmal erwähnt. Ich wollte das mit Ruhul Qudus eigentlich gar nicht erwähnen, weil es eigentlich jeder Muslim weiß.
Da kommt irgendein Islamhasser, Missionar, und er versucht dann in den Koran etwas hinein zu interpretieren. Ja? Die versuchen sogar die Trinität in den Koran hinein zu interpretieren. Und sagt dann, Ruhul Qudus ist gar nicht Jibril. Und dann sucht er von 70 Millionen islamischen Büchern irgendwo eine Aussage von einem Gelehrten heraus, der irgendwas gesagt hat. Und dann stehen die Muslime dort. Ja, ich habe gehört, ich habe gelesen, da war aber einer im Internet, der hat das und das gesagt. Lern deine Religion nicht von Feinden des Islam. Die wollen dich von der Religion wegbringen, aber wer eine Sicherheit hat in der Religion und die Grundlagen des Islam gelernt hat, der weiß, Ruhul Qudus ist wer? Ist Jibril a.s. Und das geht auf Aussagen von Sahaba zurück und auf Hadithe, die im Bukhari und Muslim überliefert werden. So. Beziehungsweise im Bukhari überliefert werden. So. Jibril. Wir haben den Namen, wir haben die Aufgabe. Okay? Dann haben wir einen weiteren Engel. Sein Name ist Israfil. Was ist seine Aufgabe? Was ist die Aufgabe von Israfil? Ich lese es euch vor und ihr könnt zu Hause euch Notizen machen dafür. Weil das ist gut, wenn man die Verse dann auch weiß, wo das steht. Und das ist unser Markenzeichen. Wir reden mit Koran und Sunna. Wir reden nicht, mein Opa hat erzählt, ich habe gestern mit dem türkischen Taxifahrer gesprochen. Sondern bei uns heißt es, call Allah, call Rasulullah. Und nicht, ich habe gedacht, alayhi salatu wasalam. Nicht, ich habe gedacht, ich habe gesagt, ich habe gehört. So. Sure 39, Vers 68. Und es wird ins Horn geblasen, da bricht zusammen, wie vom Donnerschlag getroffen, wer im Himmel und wer auf Erden ist, außer wem Allah will. Das ist der erste Nefch Fissur am jüngsten Tag, wo alles zusammenbricht, wo die Seelen sterben. Dann, hierauf wird ein weiteres Mal hineingeblasen, da stehen sie zugleich auf. Beim zweiten Nefch Fissur kommen die Toten aus ihren Gräbern, stehen alle wieder auf, die gestorben sind. Wer ist dafür verantwortlich? Israfil. Okay, Sure 39, Vers 68. Dann haben wir einen weiteren Engel. Dieser Engel heißt Malik. Wer ist Malik? Das ist der Hüterengel. Du weißt es, du bist Experte. Wie alt bist du? 10. Mashallah. Wer ist Malik? Ist der Engel, der beim Herrn feiert? Genau, Mashallah, 10 Jahre, Mashallah, möge Allah dich segnen, möge Allah dich ins Paradies führen, möge Allah dich zu einem Alim machen. 10 Jahre, er weiß es. Wie viele von euch wussten es nicht? Wie viele von euch wussten es nicht? Mashallah, tabarakallah. Das freut mich. Okay, Malik genau ist der Hüterengel des Höllenfeuers. Sure 43, Vers 77. Und sie rufen, das heißt, hier ist gemeint, die Leute, die in der Höllenfeuer sind. Das kommt aus dem Kontext hervor. Ja? Weil in Sure 74 steht, gewiss, die Übeltäter hingegen werden in der Strafe der Hölle ewig bleiben. 75, sie wird ihnen nicht herabgesetzt, sie werden darin ganz verzweifelt sein. Nicht wir haben ihnen Unrecht getan, sondern sie sind es, die Unrecht getan haben. Und sie rufen. Also das heißt, wer ruft? Die Leute in der Hölle, die in der Hölle sind, sie rufen, O Malik, dein Herr soll unserem Leben ein Ende setzen. Er sagt, gewiss, ihr werdet hier bleiben. Gewiss, ihr werdet hier bleiben. Und Malik ist auch dem Propheten, a.s.w., wann erschienen? Bei Isra al-Miraj. Ja, so. Als der Prophet bei seiner Himmelsreise war, ist ihm Malik erschienen und Malik hat nicht gelächelt, weil er nicht lächelt. Er ist der Hüterengel der Hölle. So, gewiss, ihr werdet hier bleiben. Dann kommt im Vers 78, wir sind zu euch mit der Wahrheit gekommen, aber den meisten von euch ist die Wahrheit zuwider. Die meisten von euch hassen die Wahrheit. Das heißt, die meisten, die in der Hölle sind, der Grund, warum sie in der Hölle sind, ist nicht, weil sie keine Ahnung hatten, sondern weil sie die Wahrheit hassen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers, gerade für uns. Diesen Vers habe ich schon sehr, sehr häufig erklärt. Ja? Wir müssen, weil das ist ein anderes Problem, was wir in der Dawah haben und wenn wir davon sprechen, make the Dawah great again.
Viele Leute, sobald sie sehen, sie werden nicht sofort akzeptiert, es wird nicht sofort von ihnen angenommen, brechen sie ein und sagen, ja, boah, vielleicht ist meine Art falsch, vielleicht habe ich es falsch rübergebracht, vielleicht habe ich kein Hikma in der Dawa. Erstmal, der Prophet a.s. berichtet, dass am jüngsten Tag er einen Propheten sieht, der hat eine Gruppe von 3 bis 9 Personen bei sich. Und einen Propheten mit 2 und einen Propheten mit 1 Person. Und einen Propheten sieht er, der hat keinen einzigen Anhänger. Das heißt, du hast dort einen Propheten, der vielleicht sein ganzes Leben zu Allah aufgerufen hat und nicht ein einziger hat auf ihn gehört. Nuh a.s. hat 950 Jahre Dawa gemacht, 950 Jahre zu Allah gerufen. Und er hatte nur ganz wenige Anhänger gehabt. Ganz wenige Leute. In 950 Jahren. Das heißt, und Nuh a.s. berichtet davon, wie seine Leute darauf reagiert haben, sein Volk. Er sagt, das steht in Surat Nuh. Ja, das ist Rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara. Oh mein Herr, ich habe mein Volk bei Tag und Nacht aufgerufen. Falam yazidhum du'ai illa firara. Und mein Aufruf hat sie nur noch mehr dazu gebracht zu flüchten. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabiyan fi adhani wastaghshaw thiyabahum wasarru wastakbaru istikbara. Und jedes Mal, wenn ich sie aufgerufen habe, was haben die gemacht? Die haben die Kleider über ihren Kopf gehabt. Die wollen nichts hören und die Finger in die Ohren gesteckt. Wa asarru, und sind in ihrem Ungehorsam verblieben. Wastakbaru istikbara. Und hochmütig geblieben. Das ist das Ergebnis. Leute, die Botschaft hassen. Wir wissen aber nicht, wer das ist. Allah sagt im Koran, in Sure Yasin, innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashya ar-rahman bil-ghayb. Du kannst nur denjenigen warnen, das heißt nur derjenige kann von der Warnung profitieren, der Ermahnung folgt und in aller Erbarme im Verborgenen fürchtet. Du weißt aber nicht, wer das ist. Es kann sein, dass es aussieht, als wenn eine Person ganz nah zum Islam ist, aber sie ist ganz weit weg. Beispiel Abu Talib. Und es kann sein, dass eine Person aussieht, als wenn sie am weitesten weg ist. Auf einmal nimmt sie den Islam an. Wer zum Beispiel? Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, subhanallah. Vor der Schlacht von Mu'ta hat er den Islam angenommen. Die Schlacht von Mu'ta war die erste Schlacht, wo er teilgenommen hat. Das war im 8. Jahr nach Hijra. Überleg mal. 13 Jahre Mekka, 8 Jahre Medina. Circa 21 Jahre, nachdem der Prophet erweckt wurde, hat Khalid ibn al-Walid den Islam angenommen. Und im 3. Jahr nach der Hijra, bei der Schlacht von Uhud, war er derjenige, der den Muslimen die schmerzhafteste Niederlage zugefügt hat, subhanallah. Hat den Islam angenommen. Und deswegen sollten wir nie aufgeben. Aber wir sollten nie die Hoffnung verlieren, dass einer Islam annimmt. Wir sollten aber auch nicht aufhören, Dauer zu machen, weil wir denken, ach, wir sind zu schlecht, Selbstzweifel bekommen. Okay, so, Malik. Dann, nächstes Beispiel ist, Munkar und Nakir. Wer ist Munkar und Nakir? Es sind die 2 Engel, die zum Grab kommen und die Befragung starten im Grab. Da kommt dann wieder einer, wie will das denn gehen im Grab? Wir leben in unserer Welt. Allah hat die Macht, Dinge zu erschaffen, die wir nicht sehen. Und das ist die gewaltigste Eigenschaft der Gläubigen. Deswegen auch der Glaube an die Engel. Allah sagt im Koran, El Alif Lam Mim. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ Alif Lam Mim, an diesem Buch gibt es keinen Zweifel, eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Und jetzt die erste Beschreibung. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, die an das Verborgene glauben. Das ist das Verborgene. سَمِعْنَا وَتَعْنَا, wir hören, wir gehorchen. Und wir glauben. So. Dann Mikael. Mikael ist dem Propheten a.s. nach Bukhari, Hadith Nummer 1386, mit Jibril im Traum erschienen. Und Mikael ist nach Tabarani, Hadith Nummer 12061, zuständig für Regen und Pflanzen. Das ist Allah, ein Engel, Mikael, der dafür zuständig ist, Regen und Pflanzen. Dann,
Harut und Marut. Lese ich mal kurz aus dem Koran vor. Sure 2, Vers 102. Ja? Harut und Marut. Wo waren die gewesen? Babylon, ganz genau. Richtig. Wie alt bist du? 9. Und sie folgen dem, was die Teufel unter der Herrschaft Suleimans den Menschen verlasen. Nicht Suleiman war ungläubig, sondern die Teufel waren es, indem sie die Menschen der Zauberei unterwiesen. Und in dem, was auf die beiden engelhaften Männer in Babel, Harut und Marut, herabgesandt worden war. Und sie beide unterwiesen niemanden in der Zauberei, ohne zu sagen, wir sind nur eine Versuchung, so werde darum nicht ungläubig. Das heißt, die haben die Leute gewarnt. Dann, Schreiberengel haben wir. Oder fangen wir erstmal mit Schutzengel. Und das ist übrigens sehr bemerkenswert. Ja? Man merkt immer, es gibt zum Beispiel bei den Christen bestimmte Sachen, wenn du sie fragst, okay, wo steht das jetzt bei euch genau in der Bibel, können sie das nicht erwähnen. Schutzengel 13,11. Er hat vor sich und hinter sich Begleiter, die ihn auf Allahs Befehl beschützen. Das heißt, wir haben Schutzengel. Es gibt Schutzengel. Okay? Dann haben wir die Schreiberengel. Zum Beispiel Surat al-Infitar, das ist die 82. Sure. Dort steht, über euch sind wahrlich Hüter eingesetzt, Edle, die alles aufschreiben. Wir haben also Engel, die die Taten aufschreiben. Und das zeigt, wie detailliert der Islam ist. Wie er die Welt der Engel beschreibt, wie er die Welt der Dämonen beschreibt. Ich habe gestern mit einem Christen, er hatte zu mir eine Frage gehabt, wegen bestimmten Sachen, wegen Dämonen. Und da habe ich ein kurzes Video zugemacht. Können Dämonen die Gedanken lesen? Da habe ich ein kurzes Video zugemacht. Da hat er nachher gesagt, das ist krass, das wird eigentlich mehr Details und ich weiß jetzt nicht genau, Wortleute gesagt, es wird eigentlich mehr beschrieben als in der Bibel. Also du kriegst mehr Informationen im Koran und Sunna. Das war seine eigene Aussage. So, dann haben wir noch Hamalatul Arsch, die Engel, die den Thron tragen. Die Engel, die den Thron tragen. Das haben wir in Sure 69, Vers 17. Und die Engel befinden sich an seinen Seiten und den Thron deines Herrn werden über ihnen an jenem Tag 8 tragen. Das heißt, am jüngsten Tag werden 8 Engel, was den Thron Allahs tragen. Jetzt sind es 4, am jüngsten Tag sind es 8. So, die hat Allah auch erschaffen. So. Dann, was haben wir noch? Mikael, Schutzengel, Schreiberengel. Dann haben wir Malikul Maut. Malikul Maut wird auch in Sur Sajda erwähnt. Kul yatawaffakum malakul maut alladhi. Ja? Kul yatawaffakum malakul maut. Der Todesengel wird euch abrufen. Das geht auch auf authentische Hadith auf jeden Fall zurück. Es gibt eine Aussage, die heißt, dass der Todesengel Azrael heißt. Hierzu sagt Ibn Ubais, Rahimullah, dass das alles auf Athar Da'ifa basiert. Das heißt, es gibt also keine authentische Aussage darüber, dass das wirklich der Name von Malikul Maut ist. Okay, wollte ich kurz gesagt haben. Dann gibt es eine Aussage von Ridwan. Wer ist Ridwan? Welcher Engel? Das wird gesagt, ist Khazinul Jannah. So wie Malik, der Khazin vom Höllenfeuer ist, so ist Ridwan der Hüterengel des Paradieses. Aber dieser Name geht alles zurück auf Athar Daifa, auf unauthentische, also nicht feste Überlieferungen. Ja? Hamalatul Arsch haben wir, so, wir hatten Israfil, wir hatten Malik, wir haben Munkar und Nakir, wir haben Mikael, Harut, Marut, Schreiber, Schutzengel, Malikul Maut, Ridwan, Hamalatul Arsch, das haben wir alles gehabt. Jetzt, bestimmte Eigenschaften. Woraus wurden die Engel erschaffen? Aus Licht, wolltest du gerade sagen, ne? Mashallah, 10 Jahre. Okay, was ist der Beweis dafür? Beweis dafür ist Hadith in Sahih Muslim, Hadith Nummer 2996. Erwähnen wir direkt, damit man Bescheid weiß. Bei uns gibt es keine Märchen. Khulikatil Malaikatu min Nur. Die Malaika wurden aus Licht erschaffen. Okay.
Dann die nächste Zahl ist, wie viele Engel gibt es? Was ist die Anzahl der Engel? Wird nicht keine genaue Anzahl gesagt, aber die Anzahl ist gewaltig. Was ist der Beweis dafür, dass die Anzahl gewaltig ist? Zum Beispiel, in Sahih Muslim, Hadith Nummer 177, wird erwähnt, in Bukhari, Hadith Nummer 3207, wird erwähnt, dass Baitul Ma'mur, das ist sozusagen die Kaaba der Engel im Himmel, dass jeden Tag 70.000 Engel hineingehen und nie mehr zurückkehren. Das ist immer wieder neue Engel, jeden Tag. Seit wann? Subhanallah. Und immer weiter, bis zum jüngsten Tag. 70.000 Engel, kannst du dir die Zahl ungefähr, also du kannst dir ausrechnen, dass du die Zahl nicht ausrechnen kannst. Es ist eine gewaltige Anzahl. Anderer Hadith sagt, und zwar über die Jahannam ziehen. Jahannam kommt am jüngsten Tag, wird herangezogen mit 70.000 Zügeln und an jedem Zügel sind 70.000 Engel. 70.000 Zügel, an jedem Zügel 70.000 Engel. So. Jetzt kommen wir zur Größe der Engel. Wir haben ein Hadith im Bukhari, im Muslim, Hadith Nummer 177, dass der Prophet Jibril gesehen hat und hat den ganzen Horizont verdeckt. Ja, er hat ihn gesehen in seiner Form als Engel. Nicht in seiner Form als Mensch, weil Engel können auch als Menschen erscheinen. Ein Beweis dafür ist zum Beispiel bei Mariam, dass der Engel zu ihr kam in Form eines Menschen. Okay, ja. Dann dann die Thronträger, wird überliefert in Abu Dawud, dass die Größe der Thronträger, wir haben eben gesagt, wie viele sind das? Am jüngsten Tag 8, jetzt 4, ist so groß zwischen ihrem Ohrläppchen und ihrer Schulter, ist eine Distanz von 700 Jahren. Ich hatte eigentlich eine andere Zahl in Erinnerung gehabt, aber ich habe das jetzt hier so aufgeschrieben. Was? 500. Ich muss nochmal nachgucken, aber ich habe das jetzt hier so aufgeschrieben, vielleicht habe ich mich auch verschrieben, aber 700 Jahre zwischen Ohrläppchen und Schulter. Ich gucke das nachher nochmal genau nach. Aber was sagt uns das? 700 Jahre zwischen Ohrläppchen und Schulter. Das ist unglaublich. Das ist unvorstellbar, wie riesengroß die sind. Ja? Selbst wenn es auch 500 sind, oder, ne? Also es ist unglaublich. So. Dann, nee, das sind 700 Jahre. Dann Flügel. Wie viele Flügel haben die Malaika? Das ist eine wichtige Sache jetzt. Jetzt möchte ich euch etwas beibringen, wie man mit Versen aus dem Koran genau umgeht. Weil jetzt kommen immer Leute, die bringen irgendwelche Aussagen aus der Sunna und dann eine Aussage aus dem Koran und sagen, hier guck mal, Widerspruch im Islam, der Islam ist falsch. Ja? Erstmal, wenn wir in der Sunna oder in einem Hadith eine Aussage finden, die dem Koran widerspricht, was ist dann? Dann ist der Hadith schwach. Aber wenn du siehst, dass Gelehrte wie Bukhari und Muslim diesen Hadith aufgeschrieben haben und das authentisch angesehen haben, konnte Bukhari und Muslim den Koran nicht auswendig? Die haben mit dem Koran gelebt. Das heißt, dass Bukhari, die Muslim und die anderen immer der Hadith keinen Widerspruch zwischen dem Hadith und dem Koran gesehen haben. Deswegen, bevor sich jemand durcheinanderbringen lässt von irgendwelchen Islamhassern oder Missionaren, weil der kommt mit einem Hadith und kommt dann mit einem Vers aus dem Koran, dann sag erstmal, erstmal brauchst du mit den Leuten gar nicht zu diskutieren. Du musst deine Religion lernen. Rede mit Leuten über die Religion, die auf deinem Wissensstand sind, nicht mit Leuten, die sich den ganzen Tag nur mit Widerlegungen beschäftigen. Und diese Videos soll man noch gar nicht anklicken, weil mit jedem Video erhöht man ihre Reichweite. Klickt unsere Videos an. Weil ich erkläre euch jetzt etwa eine typische Sache, mit der sie kommen. Ja? Allah sagt im Koran, Ja'ilil malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Er hat die Engel, ja, er hat die Engel zu, das ist Sure 35, Vers 1, zu Gesandten gemacht mit Flügeln, je 2, 3 und 4.
Die Engel hat dazu je 2, 3 und 4 gemacht. Jetzt kommt der Islammaster, sagt, ja, aber gibt mal Hadith, der sagt, dass Jibril 600 Flügel hatte. Hier steht doch 2, 3 und 4. Widerspruch. Erstmal hier in dem Vers steht, so, und jetzt guckt, wie ihr damit umgehen müsst. Lest den Vers genau. Steht dort, es gibt nur Engel mit 2, 3 und 4 Flügel? Nein, es steht dort, dass es Engel mit 2, 3 und 4 Flügeln gibt. Wenn ich sage, beim Fußball gibt es verschiedene Positionen, zum Beispiel Stürmer, Libero gab es früher, kennt ihr heute wahrscheinlich nicht mehr, könnt ihr mal nachschlagen, Vorstopper, Mittelfeldspieler, heißt nicht, dass es keine andere Position nicht mehr gibt. Wenn ich sage, ich habe bei mir in der Schule, es gibt bei uns in der Schule Mathematik, Spanisch, Italienisch, heißt nicht, dass es nicht nur Russisch gibt. Aber jetzt, du musst den nächsten Vers lesen, was Allah danach sagt. Und daran siehst du, wie der Koran die Lügner entblößt und uns dazu bringt, dass wir alles lesen. Was sagt Allah danach? Yazidu fi khalqi ma yasha. Direkt im selben Vers, nicht im nächsten Vers. Er fügt seiner Schöpfung hinzu, was er will. Das heißt, es gibt Engel mit 2, 3 und 4 Flügeln. Allah fügt seiner Schöpfung hinzu, was er will. Zum Beispiel 600 Flügel. So. Das sind hier in diesen Sachen, muss man ganz genau sein. Okay, dann natürlich, Engel sind nicht anbetungswürdig. Ich glaube, das müsste jedem klar sein. Engel werden alle sterben. Auch Malikul Maut wird sterben, obwohl der eigentlich die Seelen, von denen die sterben, nimmt. Warum? Weil Allah sagt, Kullu nefsin dha'ikatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten, Sura 21, 35. Dann, wann wurden die Engel erschaffen? Vor oder nach dem Menschen? Vor dem Menschen. Was ist der Beweis dafür? Sura Bakara, Sura 2, Vers 30. Als Allah zu den Engeln sprach, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعَلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Und als dein Herr zu den Engeln sagt, ich bin dabei, auf der Erde einen Statthalter einzusetzen. Das heißt, vor der Erschaffung Adams gab es schon Engel. So. Dann haben wir gesagt, Engel können als Mensch erscheinen. Was ist der Beweis dafür? In der Sunna Hadith Jibril. Und es gibt viele Beweise, dass Engel als Menschen erscheinen können. Okay? Und die wurden auch gesehen von Nicht-Propheten. Während der Engel Jibril dem Propheten a.s. nur zweimal in seiner Engelform erschienen ist. Aber als Menschen können sie auch Nicht-Propheten erscheinen. Hadith vom, denn der Hadith Jibril sagt, wir saßen in der Moschee, es kam ein Mann mit schwarzem Haar und mit weißer Kleidung. Und wir kannten den nicht und er hatte kein Zeichen der Reise an sich. Das sagt Umar al-Khattab und die anderen Sahaba saßen dort auch. Umar sagt, فَعَجِبْنَ لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُ. Wir haben uns gewundert, er fragt den Propheten, er sagt, also wir haben uns gewundert, daraus ist zu verstehen, die anderen Sahaba, dass er ihn fragt und dann ihm Recht gibt. Ja, warum fragt er dann? Er muss sich vorstellen, der Prophet ist der am besten weiß, da kommt dann einer an, kein Mensch kennt den, sagt, gib mir mal, was ist Islam? Dann sagt er, Islam ist, dass du bezeugst, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist und das Gebet verrichtet und dieser Kern trittst und die Hajj verrichtet und den Ramadan fastest. Und dann sagt er, Sadak, du hast die Wahrheit gesprochen. Wie? Der hat ihn gerade gefragt, der sagt zum Prophet, ja stimmt, hast recht, hast du richtig gesagt. Woher will er denn wissen? Okay, so. Aber es war eben Jibril. Und dann sagt der Prophet am Ende, was sagt der Prophet am Ende? فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ جَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. Dies war Jibril, er ist gekommen, um euch eure Religion beizubringen. Okay, so. Also er kann als Mensch erscheinen. Beweis aus dem Koran, Sura 19, Zutl Mariam, dass der Engel zu ihr gekommen ist als Mensch. Also das heißt, er hat sich im Bild von einem Menschen kam er zu, Mariam. So. Was sind die Früchte vom Glauben an die Engel? Erstens, Glaube an das Verborgene. Was haben wir eben dazu gesagt?
die gewaltigste Eigenschaft der Gläubigen. Zweite, die Allmacht Allahs. Wenn wir darüber nachdenken, was Allah für einen Engel erschaffen hat, von der Größe, von der Menge, Allah hat zu allem die Macht. Dann Bescheidenheit. Denn die Engel, und das ist auch eine wichtige Eigenschaft, die ich jetzt gerade sogar hier vergessen habe. La ya'sun Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ja? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Engel im Koran, sie sind ihrem Herrn nicht ungehorsam und sie machen das, was ihnen befohlen wurde. Surat Tahrim, Vers 6. Das heißt, die Engel im Gegensatz zu den Dschinn sind immer gehorsam. Sind immer gehorsam. Das heißt, der Engel ist immer gehorsam. Und das kann uns auch eine Form der Bescheidenheit geben. So. Dies sind die Punkte, die ich erwähnen wollte. Dann haben wir noch eine weitere Pflicht den Engeln gegenüber. Wir lieben die Engel. Weil die Engel sind Diener Allahs. Und wir lieben die Diener Allahs. آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية.